Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Subnautica. Ich habe soeben eine Session schon wieder mit der VR-Brille hinter mir gehabt. Es funktioniert mit Maus und Tastatur, allerdings benötige ich ein bisschen mehr RAM, um das Ganze in VR spielen zu können, weil ich habe jetzt schon zum zweiten Mal ein Bluescreen bekommen mit der Information Out of Memory. Deswegen, ja, wird das erstmal nicht funktionieren. Das Gute ist, wir können uns jetzt hier aufbauen. Das werden wir auch sofort tun. Und zwar genau hier an der Spitze, wo der Typ da ist, der uns töten will. Ist das nicht eine gute Idee? Ich glaube schon. Oh, guck mal, da leuchtet irgendwas. Ach so, ist nur das Ding. Echt jetzt? Aber hier an der Spitze müsste es gehen. Ja, bitte töte mich nicht, währenddessen ich hier baue. Wir bauen hier ein Rohrsegment hin. Zack. Schnell, 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 schnell. Und den Eintritt, den. 30 seconds. Ja, das kriegen wir hin, das kriegen wir hin. Oh, Scheiße, ich kann die Luke nicht bauen. Ich muss nach oben. Mir fehlt noch ein bisschen Titan. Kacke. Okay, wie sieht mein Inventar aus? Okay. Metallschrott ohne Ende, ja. Kann ich rein theoretisch, wenn ich unter Wasser bin? Geht. Also ich kann hier hin. Ich habe zwei Sauerstofftanks. Okay, wir haben zwei Sauerstofftanks. Das heißt, wir können jetzt doppelt so lange unter Wasser bleiben. Mein Fehler vom letzten Mal hat was Gutes. So, wir brauchen nämlich Titan. Und der Typ gefällt mir gar nicht. Lass mich das hier bitte scannen. Okay, sehr schön. Local radiation readings suggest the Aurora's drive core has reached critical state. Quantum detonation will occur within 2 hours. Okay, du siehst gefährlich aus. Ich muss dich leider jetzt schmerzhaft feststellen. Laserschneider. Oxygen. Oh, wie? Wieso habe ich da jetzt nicht so viel drinne? Ich habe doch extra aufgeladen. Oh. Vielleicht auch nicht so die beste Idee gewesen. Scheiße, wenn ich das jetzt nicht überlebe, dann kotze ich aber. Ich habe gedacht, ich habe jetzt noch 70 Sekunden. Müsste ich schaffen. Okay, belassen wir es dabei und lassen dich fallen. Scheiß auf den. Den brauchen wir nicht. Ich brauche Titan, ne? Wie kommen wir jetzt an Titan ran? Müssen hier doch irgendwo Steinablagerung finden können. Oder irgendwas, was mit Titan gibt. Ohne unter die 100 Meter zu sinken. Bitte Titan. Jetzt finde ich Silbererz. Will den Scheiß Silbererz nicht haben. Nicht momentan. Zum Durchdrehen. Oh, ich will doch nur einmal unter Wasser bleiben. Okay, versuchen wir es einfach hier. Was ist das da? Das ist noch so eine Rettungskapsel? Ja, ne?
Nicht wirklich, schade. Finde ich hier wenigstens irgendwas? Ein PDA, okay. Integrating new PDA data. Aufschneiden zum Betreten. 30 seconds. Gut, haben wir ab. Ich muss das erstmal aufschneiden. Aber das macht ja alles nichts, wir sind ja in der Nähe davon. Von daher passt das schon. Jetzt ist es immer Priorität, Titan zu finden. Könnte quasi jetzt nach Hause schwimmen. Und da das Titan rausholen, aber Kupfererz. Mist. Titan, okay, perfekt. Reicht das jetzt für meine Luke? Ne, mir fehlt noch einmal Titan. Okay, Radioaktivität ist da unten, ich verstehe. Also nicht dahin schwimmen. Wenn man überleben will. Kurz Luft schnappen. Ja, wir sind jetzt so gut wie zu Hause. Können wir auch da kurz hinschwimmen und das Titan rausholen. Hauptsache wir wissen, wie wir dann wieder zurückkommen. Eines Tages bauen wir uns eine Seemotte. Eines wunderschönen Tages. Das war irgendwie näher als ich dachte. Also weiter weg als ich dachte. Ist ja gut. Okay, Titan. Man kann nie genug Titan haben, Freunde. Okay. Titanbahn brauche ich nicht. Nahrungsmittel, gepökelt. Ach cool. Können jetzt gepökelte Nahrung machen. Vielleicht sollten wir kurz was essen, bevor wir wieder zurückgehen. Und das heißt, wir brauchen ein paar Fischis. Fischi, 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 Fischi. Komm mal hier. Oh Gott, nein. Ich wollte doch nur den Fisch haben. Mein Inventar ist voll, oder? Mit Titan. Jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als genug Titan. Komm her! Ich brauch dich als Essen. So, das dürfte reichen. So, ich mache aber extra gekochte Sachen, weil wir brauchen jetzt momentan nichts irgendwie, was lange hält, sondern was uns nicht dehydriert. Ich will jetzt nicht unbedingt dehydrieren. Okay. Vital signs stabilizing. So, finden wir jetzt zurück. Das hier ist die Frage der Fragen. Ich glaube, wir müssen in die Richtung, ne? Und in VR, wenn man da rückwärts schwimmt, sieht man auch seine Flossen. Das fand ich ganz cool. Aber das Problem in VR ist halt, dass das hat, was ihr jetzt unten links seht, in der Mitte ist. Das heißt, es ist immer in Blickrichtung. Was für euch natürlich scheiße ist. Für mich war es egal, weil in VR bemerkt man das jetzt nicht so krass. Aber als Zuschauer, also ich weiß nicht, ob das was für eine Aufnahme wäre. Aber es ginge. Aber solange ich mir keine neue Rahmenriegel habe, müssen wir auch gar nicht darüber nachdenken. So, das war hier irgendwo, ne? Wo unser Röhrchen ist. Müssen wir nur das Rohr wiederfinden.
War das hier von in der Nähe? Da ist die Rettungskapsel gewesen. Wenn ich doch nur irgendwie, keine Ahnung, eine Markierung hätte, dass da irgendwo eine Basis von mir steht. Ja, dafür müsste ich erstmal eine Markierung setzen wahrscheinlich, ne? Ach, scheiße, Mann. Es muss auf jeden Fall in der Nähe von dieser Station gewesen sein. Falls es die Station war, wenn nicht sogar was anderes. So, schwimmen wir gleich nochmal kurz in die Station rein, gucken, ob da irgendwas drin ist. Wenn da was drin ist, dann waren wir da noch nicht. Das heißt, dass unsere Basis auch ganz woanders ist. Und so unsere neue. Ich weiß, dass die Basis knapp 700 Meter entfernt war, ne? Okay. Seemottenfragment. Wir waren hier noch nicht. Ja, nee. Stimmt, jetzt haben wir auch die Nachrichten gar nicht gelesen, ne? Die habe ich ja gelesen, als wir in VR-Modus waren. Ja, soviel zu dem Thema. Wir finden unsere Basis nicht wieder. Das ist jetzt kacke. Wir waren halt knapp 700 Meter entfernt. Vielleicht hier hinter. Anders kann ich mir halt nicht vorstellen. Wir waren auf jeden Fall in diesem Biom. Frage ist nur wo. Jetzt müssen wir den Scheiß auch noch suchen, ey. Ich wünschte, ich wäre schneller. Oh, das dauert noch, bis wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Vielleicht hier irgendwie um die Ecke? Ich werde es nicht wiederfinden. Ich bezweifle stark jetzt, wir sind einfach wieder hier. Ich habe das Gefühl, ich werde es nicht wiederfinden. Ich hoffe, ich habe genug Titan mitgenommen, um meine Basis neu aufzustellen. Wir werden es höchstwahrscheinlich eines Tages wiederfinden. Oh, guck mal. Ja, lass mich nur mal kurz das hier scannen. Scannerraum? Okay. Integrating new PDA data. Das heißt, wir können direkt den großen Raum bauen. Oxygen. Wieso nicht? Wäre eine Möglichkeit. Komm schon. Eines Tages hat das ein Ende. Oh. Ja, komm, dann lass hier bauen. Direkt an der Spitze von dem Scheiß. Bestandteil unbekannt. Aha, ich kann es noch nicht aufbauen. Ah, weißt du was? Wir bauen uns einfach hier auf. Da sind wir auch direkt an einem anderen Biom dran. Und alles ist Tutti. Bauen wir halt alles nochmal auf. Titan.
Oh. Ja, ist gut, ich muss nur noch die Luke bauen. Bauen wir dann hier hin. Warning, emergency power only. Oxygen production offline. Detonation has occurred. Oh Gott, mir geht mein Sauerstoff aus. The reactor will reach a supercritical state. 18 minus 10, 9, 8. Ich werde sterben. Tschüss. Zum Glück bin ich jetzt so weit weg. Ah, neuer Bauplatz verfügbar. The radiation suit has been added to your blueprint database. Detecting multiple Leviathan class life forms in the region. Are you certain whatever you're doing is worth it? Bioreaktor. Um Sauerstoff von einer Basis angeschlossenes Leitungssystem. Okay, da muss ich das wahrscheinlich bauen, ne? Ich weiß es nicht. Zweifel stark, dass ich jetzt Sauerstoff habe. Nö. Aber ich verliere Sauerstoff. Okay, wir brauchen, glaube ich, noch Energie und eine Wasserpumpe, ne? Also eine Luftpumpe. Aber die kann ich im Fabrikator erst bauen. Ich werde die Basis nicht wiederfinden. Das sehe ich doch jetzt schon. Okay, dann folgender Punkt. Wir müssen als nächstes den Fabrikator bauen. Tischkoralle. Okay, kriegen wir ein Gold, müssen wir finden. Ja, hier können wir den Scheiß nämlich nicht bauen. Solarmodul, Quarz. Okay. Wir müssen Zeug finden. Dafür gehen wir in dieses Biom. Wie sieht mein Inventar aus? Okay. Ist noch ertragbar. Da leuchtet uns ein Ei an. Das wollen wir aber nicht haben. Wir dürfen nicht unter die 100 Meter Marke. Wir müssen uns hier umschauen. Da liegt Salz, Salz. Ich will kein Salz. Das will ich haben. Ich glaube, das war Gold. 30 Sekunden. Gucken wir gleich mal nach. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal Energie. Dann den Fabrikator. Ich weiß nicht, ob das mit Solarmodul einfach ausreicht. Und wir brauchen eh noch mal Gold. Ah, was will ich alles brauchen? Okay. In der Dunkelheit werde ich werde nicht zurückfinden. Ist jetzt schon so dunkel, dass ich kaum was sehen kann. Okay, Konzentration. Versuchen wir irgendwie Steine zu finden, Kristalle zu finden. Falls ich jemals die Basis finde. Scheiße, Flüssigkeitsaufnahme.
Das ist ungünstig. Scheiße, bin ich in der Höhle. Alles gut, alles gut. Okay, wir brauchen Kristalle für Energie. Und so ein Solarmodul funktioniert auch nur tags, oder? Kein gutes Zeichen. Nicht für mein Überleben. Kristalle. Kristalle. Ich habe letztens so viele gesehen, weißt du? Und jetzt? Jetzt dümpel ich hier rum. Hier sind auch wieder Eier, ne? Ja. Ja, furzt irgendwas im Hintergrund. Aber Kristalle finde ich keine. Zumindest wird es jetzt wieder hell. Kacke, ich will doch schon meine Basis haben. Da will ich sie nur irgendwie nur markieren können auf der Karte. Ist das zu viel verlangt? Ich weiß es nicht. Wie weit ist meine Basis entfernt? Okay. Hier ist wahrscheinlich irgendwo meine andere Basis. Wollen wir da in das Höhlensystem rein und sterben? Toll, danke, cool. Ich verspüre Hass. Zum Glück ist das keine Emotion. Keine Kristalle hier. Wenn man die braucht, weißt du, wenn man die braucht. Oh. Ja, Kristalle finde ich eigentlich in diesen Riesenkorallen, aber finde erstmal sowas. Kupfererz. Gold. Ich bin Gold, verdammt. Detecting sulfur deposits in the local cave systems. Sulfur is an essential component of the repair tool. Ja, das ist schön für dich, aber ich brauche das gerade nicht. Deswegen verzichte ich heute mal drauf. Die einzige Alternative, die ich wieder sehe, ist zurückschwimmen. Ja gut, dann schwimmen wir wieder zurück. Ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun, als meine Basis wieder zu verlieren. Wir müssen einfach nur von der Basis wegschwimmen. Das kann man sich doch leicht merken, oder? Bullshit. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, ich schwimme jetzt zur Basis zurück. Dann sehen wir uns morgen in der Basis wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.